Hallo zusammen in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute machen wir Linguini mit Gerstenmehl. Dazu gibt es Hackfleischtätschchen vom Rind und vom Ross in selber gemachter Tomatensauce. Viel Spass beim Zuschauen. Tschüss zusammen. So, wir brauchen 200 Gramm Gerstenmehl und 300 Gramm Weissmehl. Und 350 ml heißes Wasser. Ja, ihr habt richtig gehört, heißes Wasser. Aus dem Hahn, nicht gekocht heiß. Dann muss abwägen, Gerstenmehl. Das bekommt ihr bei Italiener oder auf Amazon könnt ihr so finden. Und so etwa 300 Gramm eben Weissmehl. Dann tun wir das zuerst ein bisschen vermischen mit der Maschine, bevor ich das Wasser dazu tue. Dann kann man das Wasser auf einen Streit tun. Dann tut man das etwa 5 bis 10 Minuten kneten, verkneten. Es braucht halt immer ein bisschen Zeit. Das muss man so lange verkneten, bis der Teig total nicht mehr an der Schüssel klebt. Also wenn's total nichts mehr dran hat, dann ist es gut. Dann kann man ihn nachher auslöhen. Weil natürlich muss er jetzt zuerst ein bisschen auslöhen. Weil der ist ja auch noch warm. Ich tue halt immer einen Teller drauf und dann geht er ab in den Kühlschrank. Für etwa 2 Stunden, 1 bis 3 Stunden, sagen wir mal. Und dann gehen wir weiter, wenn wir auch mit der Soße machen. Aber zuerst zeige ich, was wir alles brauchen. Also Peterli brauchen wir aus meinem eigenen Garten, also Balkon. So der Rest war. Die Chilischötteli. Die Chili kommen aus Neviano. Die sind von Todo Costantini. Die hat er mir geschenkt. Die sind schön und schön scharf. Dann brauchen wir Milch. Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark, Paniermehl, Rosmarin, Oregano, Chilisalz. Das Rezept könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal finden. Ei. Ein Kilo Rinderhackfleisch. Ein halbes Kilo Rosshackfleisch. Der Pfeffer schwarz. Kaisernatron, also einfach Natron. Und selber gemachte Tomatensauce. Also Videorezept ist auch auf meinem Kanal. Und Olivenöl. Ja, dann fangen wir an, die Pampe zu machen für das Rinderhackfleisch. Dann haben wir 2 Zwiebeln in meine Häckslermaschine. Die brauche ich halt schon gerne für so etwas, weil ich habe gerne, wenn die dickflüssige Emulsion gut fein gehäckselt ist, dann vermischt sich das viel besser mit dem Fleisch. Und ich denke, das ist einfach am besten so. 2 Chilischoten, 2 grosse Knoblauchzehen, etwa 5 Gramm Peterli vom Balkon noch. Das war der letzte.
Wil je nog hakka? Dit is ei. Teelöffel spitze Salz, Pfeffer. Ein ganzer gehäufter Teelöffel Chilisalz und noch einen halben dazu. Das war nicht zu viel, ihr müsst also keine Angst haben. Rosmarin auch einen gehäuften Teelöffel. Und 2 gehäufte Teelöffel Oregano. So, dann brauchen wir 4 Esslöffel Milch. Das macht eben, dass das Hackfleischbäuli vom Rind saftig ist und nicht zu kompakt. Nicht zu fest und nicht zu trocken. Und das macht die Milch eben. So, und dann können wir alles häckseln. Und das Häckseln ist wieder Echtzeit. Weil das geht so schnell mit meinem Maschinen. Ich bin immer noch verliebt in das Maschinen. Hilft mir enorm. Voilà, schon erledigt. Dann tun wir die Pampe zum Rinderhack. Dann tun wir noch gute Handvoll von Paniermehl rein. Und dann tun wir das sehr gut verkneten, damit sich alles gut vermischt. Und das ist also wichtig. He? Sehr gut verkneten. Ja, dann mache ich die Pfanne voll mit Olivenöl. Das Bödeli mache ich immer voll. Das ist ein bisschen meine Macke vielleicht, aber wir müssen auch viel Fleisch anbraten. Und das saugt ja immer ein bisschen auf. Dann habe ich dann gerade angefangen, Hackfleischbäuli zu machen. Ich habe etwas grosse gemacht, sonst mache ich es halb kleiner. Aber weil ich so viel zu tun hatte, wollte ich mich ein bisschen pressieren. Sie sind halt ein bisschen grösser geworden als normalerweise. Aber im Geschmack hat es keinen Abbruch gegeben. Die sind auch gut geworden. So, nach 3-5 Minuten. Je nachdem, schaut einfach darauf, wie braun sie werden. Ich habe es selber gerne sehr braun. Schon fast schwarz manchmal. Also ich habe gerne sehr dunkel, die Hackfleischbäuerli. Tätschli. Und dann habe ich es einfach gedreht und dann auf der anderen Seite auch noch schön anbräteln. Dann, als die auch so weit waren, habe ich sie rausgenommen, auf einen Teller gepackt, um die nächste Fuhr vom Rinderhackfleisch zu bräteln. Weil die ziehen ja nachher und die sind nachher innen auch gar, die sind nicht roh innen. Und dann habe ich angefangen mit dem Rosshackfleisch, als ich das Rinderhackfleisch fertig gemacht habe. Ein Zwiebel für das Rosshackfleisch. Ein Chili. Dann überlegt ihr, ob ich beide drin tun? Nein, ja, das reicht eine. Dafür, Rosshackfleisch braucht Knoblauch. 3 Zehen. Das ist ganz wichtig, weil Ross und Knobli, das passt super gut zusammen. Dann etwa 10 Gramm Peterli. Teelöffel Spitz Pfeffer. Ein knapper Teelöffel Chilisalz. Wie gesagt, das Rezept vom Chilisalz ist auch auf meinem Kanal.
blende ich unten rein. Oder ihr könnt finden, welches Rezept das ist. Den Rosmarin. Auch so einen knappen Teelöffel. Weil es ist ja weniger Fleisch als das Rinderhackfleisch. Und einen guten Teelöffel Oregano. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt tun wir noch einen halben Teelöffel Natron rein. Und das Natron macht, dass das Rosshackfleisch luftig wird und nicht so kompakt und auch weich. Also einen guten halben Teelöffel Natron rein. Das hat meine Nonna in Italien immer gemacht. Und dann noch 2 Esslöffel Milch. Das hilft ihm auch noch. Und ein Ei habe ich auch noch drin getan. Dann habe ich das alles auch wieder verhäckselt mit meiner super Häckselmaschine. Wieder echt Zeit. He? Dann habe ich das Ganze auch zum Rosshackfleisch da. Und auch hier ein Handvoll Paniermehl dazu. Und alles sehr gut mischen, aufkneten, damit es gleichmässig verteilt ist. Dann habe ich auch angefangen, Hackfleischtätschchen zu machen, zu formen. Und natürlich in die Pfanne habe ich wieder Öl drin, ohne die Pfanne zu putzen, weil ich die Röstaromen behalten will. Und das Hellweiss war, habe ich die Hackfleischtätschchen drin. Und auch die lasse ich einfach nach Gutdünken anbräteln. Auch die habe ich 3 bis 5 Minuten, ich glaube eher 5 Minuten. Einfach bis sie schön braun sind, dunkel sind und dann habe ich sie erst gedreht. So, und die fertig gebrätelt sind, habe ich die zu den Rinderhackfleischtätschchen getan. Dass sie durchziehen und löhen können. Dann können wir nämlich die Soße machen. Dann habe ich Zwiebeln geschnitten, fein gehackt, wieder Öl in die Pfanne getan. Die Pfanne nicht geputzt, nicht gereinigt, wegen der Röstaromen. Und dann Knoblauch dazu, 4 und 1 Chilischote. Und was ich vergessen habe, ist das Lorbeerblatt. Ein Lorbeerblatt gehört bei mir immer in die Tomatensauce. So, als es etwas angeschwitzt war, habe ich meine Tomatensauce reingeschüttet. Dann habe ich in das Glas auch noch etwas Wasser reingetan, damit auch die ganze Soße in die Pfanne kommt. Das hat Nonna auch immer so gemacht. Eigentlich habe ich sonst auch mehr Wasser gebraucht. Dann 2 Esslöffel Tomatenmark. Weil die selber gemachte Tomatensauce ist nie so rot wie die, die man kauft. Ein bisschen verrühren alles. Dann noch einen Teelöffel Chilisalz dazu. Das ist einfach mal ein bisschen würzen. He? Am Schluss schaut man noch einmal nachschauen, wie die Soße ist. Meine musste ich nachwürzen, weil die war ziemlich fad. Aber das ist dann am Schluss. Macht man das nochmal. Schaut mal an. Dann habe ich die Hackfleischtätschchen drin. Alle Rosshackfleischtätschchen auf jeden Fall. Und Rindshackfleischtätschchen, die reinpassen, haben nicht alle reinpassen. Den Rest haben wir einfach so gegessen. Und nachher habe ich alles ein bisschen abgedünkelt. Dann muss das Ganze so etwa 2 Stunden ganz leise vor sich hin köcheln. Also wirklich mit wenig Hitze. Es muss Zeit haben. Und in der Zwischenzeit machen wir Pasta. Die Linguine oder eben die Nudeln. Dann habe ich ein bisschen Weissmehl auf das Holzbrett verteilt, weil man muss den Teig noch ein bisschen bearbeiten.
Und man muss das auch ein bisschen einschmieren mit dem Mehl, weil das geht sonst nicht so gut durch die Pastamaschine. Mit meiner Marcato-Pastamaschine habe ich zuerst auf 0 gestellt und dann sind die Walzen am offensten, also sie sind offen, am weitesten, am breitesten. Ein bisschen verklopfen das Zeug. Mehrere Mal ein bisschen bearbeiten den Teig. Das ist wichtig, dass es schön homogen wird. Dann habe ich auch die Rändchen klein geklappt, weil die sehen ja so angefressen aus. Der Teig wird schön homogen. So, dann habe ich angefangen, hochstellen, zuerst auf 1. Dann mehlen wir ein bisschen, dann auf 2. Dann auf 3. Jetzt kenne ich die Maschine fast in- und auswendig. Ich habe so viel Pasta gemacht in letzter Zeit. Dann auf 4. Dann noch auf 5. Mehr als 5 habe ich nicht gemacht, hat mir den dünn genug gedünkt. 6 ist dann fast hauchdünn. Also 6 ist sehr, sehr dünn. Das hat mich nicht gut gedacht. 5 reicht. Dann hat mein Mann den Motor umgehängt, damit wir eben die Nudeln, die Linguine machen können. Die Maschine anlassen. Und dann das Ganze einfach durch die Linguine-Walzen durchjagen. Und ihr seht, wie sie rauskommen. Einfach super schön, perfekt. Das sind unsere Linguine vom Gerstenmehl. Dann tut man die ein bisschen durchs Mehl wälzen, damit sie nicht aneinander kleben. Und die muss man also nicht lange trocknen. He? So 10 Minuten später bin ich in der Küche, wo ich die Pasta fertig hatte. Und dann sind auch schon 2 Stunden vorbeigegangen. Jetzt habe ich das Wasser gesalzen. Das macht ihr wieder wollt. Aber ihr müsst schon ziemlich salzen, weil im Teig drin ist ja kein Salz und nichts. Und so musste ich nachwürzen, weil die ziemlich fad war. Die Hackfleischtätschli waren perfekt, aber die Sauce war einfach fad. Dann musste ich wirklich noch etwas würzen. Mein Mann hat ja gerne die Tomatensauce ziemlich dick. Weil ich tue oben vom Pastawasser, das seht ihr am Schluss, vom Pastawasser habe ich nachher eine ganze Suppenkelle zur Tomate dazugeschüttet, nachdem ich aber den Teller für meine Mama fertig gemacht habe. Wie ihr habt gesehen, ich habe noch ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Rosmarin dazu getan und dann war die Soße perfekt. Und als das Wasser gekocht hat, habe ich die frischen Linguine-Nudeln reingetan. Und die brauchen also nicht lange, die sind nicht trocken oder so. Die brauchen nur 3 Minuten. Nach 3 Minuten sind die gar. He? Dann sind sie nachher. Und so Nudeln und Teigwaren oder auch Ravioli von Gerstenmehl mit Gerstenmehl sind ziemlich mastig. Unterschätzt das nicht. Also wenn ihr das gegessen habt, also wo mein Mann das gegessen hat, hat er dann wirklich den Bauch voll gehabt. He? Aber er hat Hunger gehabt, ich musste pressieren. Er hat noch nicht viel gehabt an diesem Tag.
noch ein bisschen Grana Padano drüber geschüttet. Da könnt natürlich auch Pecorino oder Parmigiano Reggiano drüber streuen, wie ihr wollt. Wir haben jetzt das gerade daheim gehabt. Und er hat auch seine Hackfleischtätschchen mit seiner dicken Tomatensauce noch bekommen. Ja, und jetzt seht ihr, habe ich eine Schöpfkelle voll Pastawasser drin. Dann wird die Soße sofort dünner. Nicht sehr dünn, ist immer noch recht dickflüssig. Und das war der Teller für meinen Mann, er hat es genossen. Also, gefällt euch das Rezept, dann gebt mir ein Like. Tschüss zusammen.